Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über Berlin, Tag und Nacht. Unsere heutigen Nachrichten werden sprechen über Basti wird Model. Um mehr männliche Kundschaft bei Berlin, Tag und Nacht in die Schnitte zu locken, startet Rick ein Fotoshooting. Basti soll Modell stehen. Als das Ergebnis nur semi ausfällt, bringt Jan Rick auf eine Idee, warum nicht ein Shooting mit zwei Models, André und Basti? Rick erkennt am Morgen, dass er mehr Umsatz für die Schnitte generieren kann, wenn er mehr männliche Kunden gewinnt. Um die Herren der Schöpfung auf den Laden aufmerksam zu machen, will er kurzerhand ein Fotoshooting mit einem männlichen Model anleiern. Weil ein Profi allerdings zu teuer ist, engagiert er einfach Basti für den Job. Leider ist dieser mental aktuell nicht auf der Höhe, und das spiegelt sich auch in den Bildern wider. Als sich André als Alternative anbietet, ist Rick erleichtert und nimmt das Angebot an. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, doch Jan hat noch eine viel bessere Idee, warum lichtet er nicht einfach André und Basti gemeinsam ab, um alle Zielgruppen abzudecken? Gesagt, getan. Am Ende werden die Fotos der Hammer und Ricks Werbeaktion ein voller Erfolg. Und nicht nur das, Rick schafft es auch, in Basti neue Hoffnung zu wecken und ist sehr zufrieden mit seiner Gesamtperformance. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Berlin, Tag und Nacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.